nach der russischen Oktoberrevolution 1917 setzten die Bolschewiki eigentlich in Russland als erstes Land der Welt radikale Maßnahmen, um die vollständige Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und den sexuellen Orientierungen herzustellen. Und in dem Workshop heute, wenn wir uns die revolutionäre Dynamik rund um 1917 anschauen, die Rolle der Bolschewiki verdeutlichen und ja, uns einfach dieses einmalige Beispiel eigentlich in der Geschichte anschauen, was die Jahre nach der Revolution passiert ist im Kampf gegen Frauenunterdrückung und den Kapitalismus. Aber bevor wir dazu kommen, sollten wir uns mal anschauen, wie die Situation vor 1917 war. Die russische Monarchie, also der Zarismus, war damals wirtschaftlich und politisch die schwächste und die rückständigste der Großmächte. Um das zu verdeutlichen, 80% der Bevölkerung des Zarenreichs waren Bauern oder Bäuerinnen. Und der zaristische Staat übte weit größere Kontrolle über das Leben der Menschen aus als die Staaten im Westen in Europa. Dies galt im Besonderen im Bereich der Familie. Durch die zaristische Gesetzgebung und auch der Einfluss der orthodoxen Kirche wurde die untergeordnete Stellung der Frau extrem gefestigt. Die Frau befand sich zuerst unter der Kontrolle der Eltern in der Gesellschaft und später in der Ehe unter der Kontrolle des Ehemanns. Die Eltern haben beispielsweise die Hochzeiten sowie den Ehemann selbst ausgesucht. Und in der Ehegesetzgebung wurde der Mann als Oberhaupt der Familie festgelegt, dem der Frau unterstellt war. Und es wurde auch festgelegt, dass die Frau in Liebe zu ihm, also so wortwörtlicher Gesetzestext, in Liebe zu ihm, in Achtung und unbegrenzter Folgsamkeit zu verharren und ihm als Hausfrau jede Gefälligkeit und Anhänglichkeit zu erweisen habe. Außerdem konnten Frauen ohne ihren Mann oder ihren Vater nicht einen eigenen Pass beantragen. Das heißt, sie mussten automatisch ihrem Mann überall hin folgen. Scheidungen konnten nur in absoluten Ausnahmesituationen ausgeübt werden. Als Ausnahmesituation wird auch angegeben, Verbannung oder Verschollenheit des Mannes von über 5 Jahren. So. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten für die Frau gewesen, dass sie sich offiziell scheiden lassen hat können. Und gleichzeitig war die Gewalt gegenüber der Frau in der Familie gesellschaftlich anerkannt. Der Sittenkodex im Zarismus gibt sogar konkrete Hinweise, praktische Vorschläge, wie der Mann die Frau zu schlagen habe mit der Peitsche etc. Und wichtig festzuhalten ist, glaube ich, noch, dass die Frauenunterdrückung, wir haben es im vorigen Tag auch behandelt, eine Klassenfrage ist. Das bedeutet, auch die Auswirkungen der Frauenunterdrückung ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Klassen. Das betrifft, also werden zum Beispiel in der Oberschicht, in den russischen Städten, diese rigidesten Gesetze oft umgangen werden konnten, bei denen wirkten die patriarchalen Verhältnisse in der Arbeiterklasse stärker und am stärksten wirkten sie auf dem Land und der Bauernschaft. Und vielleicht nochmal zurück zur Arbeiterklasse. Die russische Arbeiterklasse selber, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in Russland, war sie winzig. Es gab ungefähr 2 Millionen Industriearbeiter im Vergleich zu 160 Millionen Einwohnern. Außerdem, was interessant ist, gerade in Russland, der Frauenanteil unter der Industriearbeiterklasse war extrem hoch. Vor dem Ersten Weltkrieg betrug er 32% und war damals schon viel höher als in den meisten anderen Ländern, also in Ländern wie beispielsweise Deutschland oder die USA. Und im Ersten Weltkrieg, durch den Ersten Weltkrieg, stieg der Frauenanteil weiter an auf 43%, weil die meisten Männer an die Front geschickt worden sind und die Frauen quasi als Ersatz in die Industrie gezogen worden sind. Und ich glaube, da ist wichtig festzuhalten, was für einen progressiven Charakter diese weibliche Erwerbstätigkeit hat, wenn die Frau aus der Isolation der privaten Familie, des Haushaltes raustreten kann und in die Lohnarbeiten, das öffentliche Leben kommt und somit auch einfach die Möglichkeit hat, an ökonomischen, an politischen Kämpfen teilzunehmen, einfach Selbstbestimmung auszuüben. Und Russland dafür ist ein sehr gutes Beispiel, weil während in ruhigen Zeiten gerade die Arbeiterinnen seltener am politischen Leben teilnehmen als ihre Arbeitskollegen, änderte sich das in revolutionären Situationen exakt in sein Gegenteil. Und die Frauen erwachten zum politischen Leben und standen in Wirklichkeit an der vordersten Front der Kämpfe, der politischen, ökonomischen Kämpfe. Und das will ich jetzt so am Beispiel der russischen Revolution verdeutlichen. Der Erste Weltkrieg formte das Bewusstsein der Massen, insbesondere eben der Frauen, sehr schnell. Und der letzte Anlass schlussendlich für die Revolution 1917 gab die sich ständig verschlechternde Versorgungslage.
Man muss sich das vorstellen, Ende 1916, also wirklich ein paar Monate vom Ausbruch der Revolution, verbrachten Arbeiterinnen, die eben zum größten Teil auch für die Versorgung der Familien zuständig waren, verbrachten die durchschnittlich 40 Stunden neben ihrer normalen Arbeit, 40 Stunden damit, einfach in Lebensmittelschlangen zu stehen. Also es wurde de facto ein zweiter Vollzeitjob, so allein in Schlangen zu stehen, irgendwie halb schlafend, halb hungernd. Und man kann sich irgendwie vorstellen, was für eine explosive Stimmung da herrschte, dass irgendwie nur ein Funke fehlte, um hier irgendwie einen Großbrand zu entfachen. Und dieser Funke ist schlussendlich mit dem Internationalen Weltfrauentag gekommen, am 8. März 1917, an dem eben Textilarbeiterinnen in Petrograd die russische Revolution begonnen haben. Und es war wirklich eine spontane Explosion. Keine Partei, keine Gewerkschaft, keine Organisation hat dazu aufgerufen. Es war auch verboten einfach während des Krieges. Und es war kein Zufall, dass die Textilarbeiterinnen in Petrograd das waren, die diejenigen waren, die Revolution angefangen haben, dass sie der unterdrückteste Teil, der ausgebeuteste Teil der Arbeiterklasse waren. Und sie hatten einfach am wenigsten zu verlieren. Der Druck war so hoch, aber gleichzeitig am meisten zu gewinnen, wenn man den Kampf beginnt. Und in diesem ersten Tag am Weltfrauentag, wie gesagt, streikten die Textilarbeiterinnen, gingen durch die Stadt mit Slogans nach Brot, Frieden und gingen zu den anderen Betrieben, auch zu den Metallbetrieben, wo mehrheitlich Männer arbeiten, und forderten sie auf, die Arbeit niederzulegen, rauszugehen, sie zu unterstützen und zusammen irgendwie durch die Hauptstadt zu demonstrieren. Und die Bewegung verbreitete sich massiv schnell auf die ganze Stadt und eroberte schlussendlich sogar die Unterstützung der Soldaten, die einfach nichts mehr riskieren wollten und keinen Bock hatten, diesen Krieg weiterzuführen. Und innerhalb von wenigen Tagen wuchs die revolutionäre Bewegung so stark an, und es fand sich einfach niemand mehr, der bereit war, diese alte Ordnung zu verteidigen, den Zar zu verteidigen, den Krieg zu verteidigen. Und das Resultat war, dass innerhalb weniger Tage der Zar gestürzt worden ist und damit diese jahrhundertalte Monarchie abgeschafft worden ist. Und weiters war das Resultat der Februarrevolution, also der ersten Revolution 1917 in Russland, kein vollständiger Sieg der Revolution, sondern es wurde eine Doppelmacht geschaffen. Auf der einen Seite stand die Übergangsregierung, die aus den Industriellen und den Großgrundbesitzern bestand, die vor allem den Krieg weiterführen wollten, die an dem festhielten. Und auf der anderen Seite schufen die revolutionären Arbeiterinnen, die Soldaten sowie die Bauernschaft ihre eigenen Vertretungen, ihre demokratische Vertretung in Form der Sowjets, in Form von Räten, wo sie einfach ihre Vertretung selber wählten in den einzelnen Fabriken, auf dem Land, in den Städten, welche sich schlussendlich russlandweit auch zusammenschlossen. Und diese Sowjets waren wirklich der Dreh- und Angelpunkt der Revolution, wo die Massen sich konzentrierten, während die Übergangsregierung genau an der alten Ordnung festhielten. Und in den nächsten Monaten, also zwischen Februar und Oktober 1917, eroberten die Bolschewiki, also die kommunistische Partei, die kommunistische Organisation in Russland, die Mehrheit der Massen in den Sowjets, eroberten sie für ihr Programm, dass sie verstanden und erklärten, dass die Lösung der großen sozialen Probleme, welche gut zusammengefasst sind in diesem Slogan Land, Brot, Frieden, welches ebenfalls ein bolschewistischer Slogan ist, dass diese großen Probleme nur mit der sozialistischen Revolution gelöst werden können. Und sie forderten, dass die Räte, die Sowjets, die Macht übernehmen, um den Krieg sofort zu beenden. Das revolutionäre Programm war im Einklang mit der gesamten revolutionären Dynamik, die einfach passierte. Zwischen Februar und Oktober eroberten die Massen überall die Kontrolle über ihr eigenes Leben gegen die, die früher bestimmten. Beispielsweise nicht mehr die Unternehmer haben die Produktion bestimmen können, sondern die Arbeiterinnen bildeten selbst demokratische Komitees in den Betrieben, die eben verbunden waren mit den Sowjets. Die Bauern besetzten massenhaft das Land, beginnend irgendwie mit Mai, Juni, trieben die Großgrundbesitzer weg und genau, verwalteten einfach ab dort selber ihr Land. Die Soldaten scheuchten ihre Offiziere davon und gründeten ebenfalls eben Räte, Sowjets, und wählten ihre Offiziere selber. Und dieser Prozess ging wirklich tief, tief in die Köpfe und das Leben der Gewohnheiten der Menschen. Die Bäuerinnen begannen anzufangen, konservative Priester zu verhaften in den Dörfern, weil sie einfach predigten, wie sich die Frau zu verhalten habe und ebenfalls gegen die Revolution standen. Die Kellner demonstrierten gegen das Trinkgeld, einfach für einen gescheiten Lohn. Und die Hausangestellten zogen in die großen Wohnzimmer der ehemaligen Herrinnen ein.
Und eben auf Basis dieser ganzen revolutionären Welle, die in diesen Monaten passierte, konnten die Bolschewiki im Oktober 1917 die Mehrheit dieser Massen, die Mehrheit der Sowjets für ihr Programm gewinnen und stürzen somit im Oktober schlussendlich die alte Regierung, die den Krieg weiterführen wollte. Die Sowjets mit den Bolschewiki an ihrer Spitze übernahmen die Macht und mit der Oktoberrevolution begannen die Bolschewiki die Aufgabe der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft. Es ist also wirklich wichtig zu verstehen, dass hier mit der Oktoberrevolution und der Beseitigung der kapitalistischen Verhältnisse es erst ermöglicht worden ist, dass die Arbeiterklasse, dass die Bauernschaft die Kontrolle über ihr eigenes Leben und über die Gesellschaft übernehmen konnte und die Beseitigung des Kapitalismus hier eben erst die Basis gelegt hat, dass die Überwindung der jahrtausendalten Frauenunterdrückung vonstatten gehen hat können, beziehungsweise beginnen hat können. Genau. Und was haben diese Bolschewiki gemacht, nachdem sie die Macht übernommen haben, nachdem sie die Sowjetregierung gegründet haben und die alten Herrschenden weg waren? Sie haben was gemacht, was man wahrscheinlich von wenigen Parteien heute kennt. Sie haben einfach das, was sie davor versprochen und gesagt haben, umgesetzt. Das erste Ziel in der Frauenbefreiung für die Bolschewiki war die Beseitigung der alten unterdrückerischen Gesetze des Zarismus und die vollständige Herstellung der rechtlichen Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Eheschließung und Ehescheidung wurde stark vereinfacht. Sie wurde zu einem einfachen administrativen Akt. Das Ziel war, dass die Ehe auch zur Privatsache wird, also dass weder Staat noch Kirche sich da einmischen können. Und rechtlich bindend war somit auch nur noch die standesamtliche Trauung, nachdem es jedem Paar freistand, sich kirchlich trauen zu lassen, aber kirchliche Trauung hat keine rechtlichen Konsequenzen mehr gehabt. Also eine Trennung zwischen Staat und Kirche. Und die Scheidung war einfach möglich, einfach auf Beantragung eines Partners, ohne zusätzlichen Bedingungen. Das heißt, es war kein festgefahrenes Konzept, was die Frau irgendwie an den Mann bindet in der Familie, zumindest rechtlich eben nicht. Und nur um das zu verdeutlichen, was das eigentlich für eine Errungenschaft ist, dass mir ist kein Land der Welt bekannt, wo das an keine Bedingungen geknüpft ist, wo ein Partner sich einfach scheiden lassen kann, wenn er will. Beispielsweise in Österreich ist eine sogenannte streitige Scheidung, also eine Scheidung, bei der nicht beide Partner einwilligen, unter gewissen Bedingungen erst nach 3 bis 6 Jahren nach der Trennung möglich. Also erst nachdem man 3 bis 6 Jahre getrennt voneinander lebt oder zumindest getrennt ist, kann irgendwie die Scheidung vollzogen werden. Genau, weiters setzten die Bolschewiki 1920 um, dass die Abtreibung legalisiert wird und kostenlos in staatlichen Kliniken zur Verfügung gestellt wird, als erstes Land der Welt. Unehelichen Kinder wurden ehelichen Kinder gleichgestellt, die davor einfach sozial niedrigeren Status hatten. Es wurden mehrere Arbeitsschutzgesetze umgesetzt, auch für die Frau, beispielsweise der Mutterschutz. Das wurde damals ermöglicht, also 1918 muss ich das vorstellen, dass 8 Wochen vor und nach der Entbindung die Frau Urlaub hatte und den vollen Lohn bezahlt bekommen hat in der Zeit. Und nach dieser Zeit weniger arbeiten musste wie davor. Also der Arbeitstag auf 6 Stunden begrenzt war. Gleichzeitig wurden Beratungsstellen für Schwangere eingeführt, Frauenhäuser gebaut, Betreuungseinrichtungen geschaffen und kostenloses Essen für die Kinder an den Schulen garantiert. Gleichzeitig wurde Homosexualität entkriminalisiert als eines der ersten Länder weltweit, eines der ersten größeren Länder weltweit. Und ganz ohne Symbolpolitik hatte die Sowjetunion mit Alexander Kollontai, welche Volkskommissarin der sozialen Fürsorgen war, Volkskommissarin, könnte man sagen, ist so das sozialistische Pendant zum bürgerlichen Minister, also Ministerin. Und Alexander Kollontai war die erste Ministerin der Welt. Genau, ganz ohne Symbolpolitik und Quoten. Und mit Georgi Tschitscherin hatte Russland auch den ersten offen bekennenden homosexuellen Außenminister der Welt. Heiraten, also beispielsweise, es gibt so einen Fall, wo ein Transmann eine Cis-Frau geheiratet hat, quasi nach so alten Gesetzgebungen sie angeklagt werden. Und diese Anklage wird einfach zurückgewiesen im nachrevolutionären Russland mit dem einfachen Vermerk, es war halt einfach eine einvernehmliche Heirat. So. Solange es beide wollen, so ist es komplett wurscht. Und die Bolschewiki schafften somit mit diesen ganzen Reformen eine Gesetzgebung, die nicht nur fortschrittlicher war als alles, was
damals die Staaten zu bieten hatte, sondern selbst das, was von keinem heutigen Staat erreicht wurde. Und das alles inmitten eines Bürgerkrieges, welcher Russland damals von den imperialistischen Nationen ringsherum aufgezwungen worden ist. Es geht noch weiter. Wie Lenin und Trotzki, also die zwei führenden Köpfe der Revolution und der Bolschewiki, oft betonten, war diese rechtliche Gleichstellung verhältnismäßig eigentlich schnell verwirklicht, in den ersten Monaten oder im ersten Jahr eigentlich schon. Aber eben diese rechtliche Gleichstellung war nur der erste Schritt der Frauenbefreiung. Die Befreiung der Frau konnte nicht weiter realisiert werden, wenn sie ständig die Last der Hausarbeit tragen musste. Trotzki schreibt beispielsweise 1923, solange die Frau an die Hausarbeit gekettet ist, die Sorge für die Familie trägt, kochen und nähen muss, sind alle Chancen auf die Teilnahme am sozialen und politischen Leben extrem abgeschnitten. Also war irgendwie die zweite Aufgabe der Frauenbefreiung die Vergesellschaftung der Hausarbeit, also die Schaffung von staatlichen Restaurants, Wäschereien, Kindertagesstätten etc., um die Frau von der Hausarbeit zu lösen, um dass sie wirklich komplett in das öffentliche politische Leben treten kann. Und dass man sich die Relevanz dieser Last der Hausarbeit besser vorstellen kann, es gibt eine interessante Untersuchung in Russland aus dem Jahre 1922 zur Arbeiterfamilien. Nämlich hält die fest, dass pro 100 Stunden Lohnarbeit, die so eine Arbeiterfamilie leistet, 142 Stunden Hausarbeit zusätzlich anfallen, die natürlich vor allem von der Frau geleistet worden ist. Und in der gleichen Untersuchung wird errechnet, wenn man die Hausarbeit von bezahlten Arbeitskräften übernehmen lassen würde, dann bräuchte es 7,2 Millionen Vollzeitstellen pro 20 Millionen Einwohner. Sagt euch nochmal, 7,2 Millionen Vollzeitstellen für 20 Millionen Einwohner, dass man sich das Verhältnis vorstellen kann, was den Staat 1,3 Milliarden Rubel gekostet hätte. Was irgendwie massiv viel Geld ist. Und es zeigt, glaube ich, zum einen die große Last auf der Hausarbeit, die große Last der Hausarbeit für die Frau und zum anderen, welche riesigen Ressourcen es gebraucht hätte. Und heutzutage kann man eine ähnliche Rechnung mit dem paar andere Ziffern und so, aber eine ähnliche Rechnung kann man heute in fast jedem Staat machen. Und es veranschaulicht, dass einfach kein Staat bereit ist, so viel Geld in die Hand zu nehmen, um die Hausarbeit zu vergesellschaften. Nicht, weil diese Staaten zu arm wären, wie es damals halt in Russland, das aus dem Bürgerkrieg kam, tatsächlich war, sondern, dass die heutigen Staaten schlicht und einfach die fetten Profite der Kapitalistinnen nicht beschneiden wollen, nicht verwenden wollen, um die Hausarbeit zu vergesellschaften. Der Kapitalismus basiert darauf, dass die Hausarbeit gratis und unhinterfragt, quasi natürlich in natürlicher Weise von der Frau geleistet wird. Und das verarmte, eben wie gesagt, das verarmte Russland, das durch den Bürgerkrieg weiter zerstört worden ist, hat nicht die materiellen Ressourcen gehabt, um diese Vergesellschaftung weiter umzusetzen. Er versucht aber trotzdem alles, was irgendwie möglich ist. Und in allen Belangen war die Perspektive der russischen Revolution, wie Lenin und Trotzki festhalten, das war die Perspektive, dass es eine internationale Revolution braucht. Eine Revolution im industrialisierten Westen in Europa, um das wirtschaftlich rückständige Russland zu unterstützen, in Wirklichkeit zu retten, damit sie diese Ziele und gesamthaft die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft überhaupt verwirklichen können. Trotzki erklärt 1923 in Fragen des Alltagslebens, was irgendwie eine Sammlung ist von Artikeln, die damals auch in der Presse erschienen worden sind, sehr zu empfehlen ist, die Ziele der Emanzipation der Frauen, die rechtliche, politische Gleichstellung, dass die nur voll realisiert werden kann mit dieser Vergesellschaftung der Hausarbeit. Und er erklärt eben weiter, dass aufgrund der allgemeinen Armut, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, der allgemeinen Armut der Sowjetunion, der Staat das nicht realisieren konnte zu der Zeit. Daraus zieht er aber nicht den Schluss, dass man einfach abwarten soll und die Ungleichheit akzeptieren, bis die internationale Revolution kommt, sondern ganz im Gegenteil, gerade aufgrund des materiellen Mangels sind die Initiativen der Massen zur Gestaltung des Wohnraums, zur Organisierung von großflächigen Küchen, Wäschereien etc. umso wichtiger. Also er zog aus diesem materiellen Mangel den Schluss, dass noch viel wichtiger ist, die Massen, vor allem auch die Frauenmassen, zu beteiligen an diesen Aufgaben. Im Unterschied zum Stalinismus hob der Bolschewismus nämlich immer hervor, dass der Sozialismus nicht von oben durch Kommandos, durch Gesetze
aufgebaut werden könnte, sondern es immer auch die Kontrolle, die Beteiligung und den Druck von unten braucht. In einer Rede im selben Jahr, also ebenfalls 1923, hält Trotzki fest, die Anstrengung des Staates wäre wertlos ohne die eigenständige Mithilfe der Arbeiterinnenfamilien, selbst beim Aufbau eines neuen Lebens. Aber auch der Einsatz größter Energien einzelner Arbeiterinnenfamilien wäre ohne die Führung und Hilfe der lokalen Sowjets und des Staates ebenso erfolglos. Die Arbeit muss gleichzeitig von oben und unten vorangetrieben werden. Genau, ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt, dieses Wechselspiel zwischen genau, staatlicher Initiative und Masseninitiative von unten. Und eben diese revolutionäre Überwindung von Ausbeutung und jahrtausendalter Unterdrückung und Vorurteilen, da das eben nichts ist, was man durch Reformen und staatliche Projekte alleine lösen kann und es einfach mit dieser Selbstaktivität der Massen verbunden werden kann, haben die Bolschewiki eben versucht, das voranzutreiben. Es gibt eine Rede von Lenin so Ende 1918, wo er sagt: Wir wissen aus der Erfahrung sämtlicher Befreiungsbewegungen, dass der Erfolg einer Revolution davon abhängt, inwieweit die Frauen an ihr teilnehmen. Die Sowjetmacht tut alles, damit die Frau ihre proletarische, sozialistische Arbeit selbstständig leisten kann. Was kann man sich irgendwie darunter vorstellen oder wie ist versucht worden, diese Eigeninitiative im nachrevolutionären Russland zu bewerkstelligen? Während die Bolschewiki klar separate Frauenorganisationen ablehnten, also es ablehnten, dass es quasi eigene Parteien, eigene Organisationen gibt, die losgelöst sind von der Gesamtpartei mit quasi nur frauenspezifischen Zielen, quasi ein klarer Bruchpunkt mit der bürgerlichen Frauenbewegung. Während sie das ablehnten, gab es aber sehr wohl spezifische Agitations- und Organisierungsmethoden, mit denen eben Arbeiterinnen anzusprechen sind und nicht eben für einzelne spezifische Frauenforderungen oder nur für spezifische Frauenforderungen zu gewinnen sind, sondern eben für den gesamten Sozialismus und für den Aufbau der gesamten Partei. Das gehörte damals zur politischen Grundlage eigentlich der gesamten sozialistischen Internationalen, zumindest vor dem Ersten Weltkrieg, nicht nur der russischen Sektion, also der Bolschewiki. Wobei die Bolschewiki eben schlussendlich am konsequentesten den revolutionären Standpunkt auch in der Frauenfrage verteidigten und bereits vor dem Ersten Weltkrieg so eine spezifische Agitationsarbeit begannen. Und nach der Revolution, und zwar spätestens 1919, wurde diese Agitationsarbeit und Organisierungsarbeit auf ein ganz neues Level gehoben. Und zwar mit der Schaffung der Frauenabteilung auf Russisch Zenotel. Diese Frauenabteilungen waren landesweit, war das eine Abteilung des Zentralkomitees, also der Führung der Bolschewiki. Und auch in den Städten und Dörfern war das angegliedert an die lokalen Parteigremien. Also es war eben, wie gesagt, nichts Separates, nichts Unabhängiges. Genau, aber gleichzeitig war die Zenotel nicht eine schlichte Abteilung quasi, nicht eine schlichte Struktur, sondern eine wirkliche revolutionäre Frauenbewegung, die Millionen Frauen zur Teilnahme an der Politik im weitesten Sinn aktivierte. Einer der wichtigsten Tools der Zenotel-Bewegung, um das zu machen, war die Delegiertenversammlung. Das lief so ab, dass jeder Betrieb Arbeiterinnen wählte, Delegierte wählte, die für 3 bis 6 Monate von der Lohnarbeit freigestellt wurden. Und in dieser Zeit sollten sie zentrale Erfahrungen machen, um aktiv am öffentlichen Leben teilnehmen zu können und das eben auch zu verbreiten unter den Arbeiterinnen. Und diese Delegiertenversammlungen, das waren wirklich Massenversammlungen, die verschiedenste Sachen irgendwie dabei waren. Beispielsweise politische Schulungen und ein großes Alphabetisierungsprogramm für die Massen, was eine zentrale Bedingung ist, oder, für selbstbestimmtes Leben. Gerade in Russland, vor allem auf dem Land, gab es eine mega hohe Analphabetenrate. In Russland konnten nur 13% der Bäuerinnen akkurat lesen und schreiben, also 13% vor der Revolution. Es war einfach eine Grundbedingung, dass jeder lesen, schreiben, alles verstehen und kontrollieren kann, um im öffentlichen Leben teilzunehmen. Ein weiterer Punkt dieser Delegiertenversammlung war, dass Delegierten an Versammlungen teilnehmen und auch in den lokalen Sowjets tätig sind, sowie die Kontrolle des Arbeitsrechts und des Mutterschutzes, den ich bereits angesprochen habe, des Mutterschutzes in den Betrieben, auch einfach über die Rechte lernen, aber auch einfach den Kampf vorantreiben können für deren Umsetzung, dass man sich irgendwie das nicht gefallen lässt, wenn das Recht irgendwie umgangen wird, das von der Revolution erobert worden ist.
Und eben nach der Rückkehr der Delegierten nach diesen 3 bis 6 Monaten sollten sie ihren Arbeitskolleginnen ausführlich berichten und die gewonnene Erfahrung weitervermitteln, während quasi die nächsten Delegierten auf den Weg geschickt werden. Und über diese Massenversammlungen, die eben nicht nur für Arbeiterinnen, sondern auch für Bäuerinnen und für Hausfrauen existierten, wurden Millionen Frauen erreicht. Innerhalb von wenigen Jahren verbreitet sich diese Zehnhotel in fast allen Städten und in vielen Dörfern. In Wirklichkeit schuf Zehnhotel eigentlich nur den staatlichen Rahmen für diesen revolutionären Kampf der Frauenmassen. Was die Jahre nach der Russischen Revolution stattfand unter den Frauen, kann man eigentlich nur als Art der zweiten Revolution gegen die Frauenunterdrückung beschreiben. Also man darf sich das nicht irgendwie zu administrativ vorstellen. Frauen haben diese jahrtausendlange Unterdrückung, diese Vorurteile, die Rolle im Käfig der Familie einfach nicht mehr akzeptiert, nirgendwo mehr. Überall sind die alten Vorurteile und so, keine Ahnung, Patriarchen angegangen worden, herausgefordert worden. In Betrieben ist kein sexistisches oder haben Frauen kein sexistisches Verhalten mehr akzeptiert und sind dagegen aufgestanden und haben eben genau geschaut, wie angesprochen, irgendwie, dass dieser Arbeitsschutz, dass der Mutterschutz, dass irgendwie all diese Rechte auch umgesetzt werden. Genau, haben sich nichts mehr gefallen lassen. Auf dem Land sind die Priester eingesperrt worden von den Frauen. Weil sie einfach gepredigt haben, wie sich die Frau in der Familie zu verhalten hat. In Zentralasien, wahrscheinlich eine Gegend mit den tiefsten patriarchalen Traditionen, wo sich Frauen oft verschleiern mussten und das Lesen und das Schreiben, also das Erlernen des Lesens und Schreibens verboten war für die Frau und sich meistens die Frau wirklich so im Haushalt, im Haus selber gehalten worden ist, also ihr komplett verboten war, auch ohne den Mann rauszugehen. Gerade in Zentralasien hat sich eine komplett neue Situation, ein neues Leben für die Frau ereignet. Die alte Scheiße wurde nicht mehr akzeptiert. So zehntausende Frauen nahmen massenhaft daran teil, dass man sich entschleiert hat, dass man einen Schleier abgenommen hat, gingen zusammen auf die Straße. Frauen, auch oft so Zweit- oder Drittfrauen von Männern in der Gegend, also welche de facto in der Zwangsehe waren, haben das nicht mehr akzeptiert, haben gesagt nein und sind wirklich massenhaft geflüchtet einfach aus den Dörfern und in die Städte, wo man irgendwie in die Schule gehen kann, wo man lesen und schreiben lernen kann. Das, ja, genau. Also es war eine revolutionäre Bewegung, die wirklich tief ging, so in jedes Dorf und in jeden Kopf rein. Und Trotzki erklärt das, glaube ich, gut, der Text ist auch in Fragen des Alltagslebens drin, erklärt es gut, dass er die Rolle der Frauen beschreibt als moralischen Rambock. Als moralischen Rambock gegen die Wand dieser jahrtausendalten Familienvorurteile, dieses Konservativismus, der Knechtschaft, der de facto Sklaverei, wie er es nennt, der Frauen. Diese ganze revolutionäre Dynamik und die Rolle dieser zweiten Revolution, der Frauenbewegung, hat einen kompletten Bruch erlitten mit der Machtergreifung Stalins und mit der Durchsetzung des Stalinismus, welcher vor allem ein Resultat war der weltweiten Isolation der Lage der Sowjetunion und der wirtschaftlichen Rückständigkeit. Also der Zugang, die Herangehensweise hat sich komplett verkehrt, die Herangehensweise an die Frauenfrage. 1923 wurde einfach noch, also keine Ahnung, weil die Frauenbewegung komplett selbstständig, also einen selbstständigen Charakter gehabt. Und es wurde offen auch über Probleme, Widersprüche diskutiert in der Presse. Beispielsweise diese Artikelserie von Trotzki ist 1923 erschienen. Und unter dem Stalinismus, also wirklich 1-2 Jahre später, ist jede Diskussion aus der Presse verschwunden und aus Versammlungen verschwunden. Es gab quasi keine Probleme mehr. Jede politische Opposition wurde von Stalin Stück für Stück unterbunden. Trotzki wurde eben als Hauptgegner und Kritiker von Stalin 1925 als Kriegskommissar zum Rücktritt gedrängt und 1927 schlussendlich aus der Partei ausgeschlossen. Dies hatte eben auch zur Folge, dass seine Veröffentlichungen, insbesondere zur Frage der Kultur und der Familie, systematisch verboten und aus den Bibliotheken entfernt wurden. Und im Zuge dieser Massenrepression und dieser Massenausschlüsse 1927 und 1928 wurde auch die Frauenabteilung, also die Zehnhotel-Bewegung, in mehreren großen Städten, unter anderem auch der Hauptstadt, einfach geschlossen. Und 1930 schlussendlich komplett aufgelöst, also die Zehnhotel-Abteilung aufgelöst, mit dem widersprüchlichen Argument, dass die Frauenfrage als gelöst betrachtet worden ist, gleichzeitig aber der Zehnhotel vorgeworfen ist, dass sie keine erfolgreiche Arbeit leistet. So. Und der Stalinismus sah in dieser Zeit auch die vergesellschaftende Hausarbeit nicht mehr als Zielsetzung an,
die Rolle der Frau als Mutter und als Arbeiterin, was quasi so als gegenseitige Freuden des Lebens dargestellt worden sind, wurde so einzementiert. Die Rolle der patriarchalen Familie wurde einzementiert. Und in den 40ern kam es sogar dazu, dass die Stalinisten so Mutterschaftsmedaillen eingeführt haben. Und also für die Mutter und sogar den Titel der Heldenmutter dafür, dass man das zehnte, wenn man das zehnte Kind bekommen hat in der Familie. Also es wurde wirklich, ja, die Frau einfach so in den Haushalt und in die Kindererziehung gestoßen oder zurückgestoßen. Und zusammen mit der Stärkung dieser Mutterrolle wurden auch die radikalen Reformen wieder zurückgenommen. Die radikalen Reformen der ersten Jahre der Revolutionszeit. 1934 wurde Homosexualität wieder strafbar gemacht. 1936 wurde die Abtreibung wieder verboten und die Ehescheidung wurde rechtlich erschwert und mit sehr hohen Gebühren belegt. Die Koedukation, also die gemeinsame Beschulung von Jungs und Mädchen, die Bolschewiki erst eingeführt haben, so, ebenfalls etwas, was rückgängig gemacht haben, was davor unter dem Zarismus der Fall war. Aber diese Koedukation wurde wieder eingeführt vom Stalinismus, um halt klar in gewissen Fächern den Frauen zu unterrichten, wie sich Frauen verhalten müssen, als zukünftige Mütter und Männer. Eine weitere Sache, die die politische Konterrevolution des Stalinismus ausmacht, ist der Umgang mit Prostituierten. Während früher unter den Bolschewiki die gängige Praxis war, Prostitution zu bekämpfen, indem man die Bordellbesitzer einsperrt und die Namen der Freier öffentlich macht und die Prostituierten versucht, den beruflichen Umstieg zu ermöglichen, also Umschulungen, wurde unter dem Stalinismus vor allem die Prostituierte kriminalisiert und mit sehr, sehr hohen Gefängnisstrafen belegt. Und während sich diese politische Konterrevolution des Stalinismus festigt, führt eben vor allem Trotzki den Kampf gegen Stalin und hält die Fahne des revolutionären Marxismus aufrecht und verteidigt einfach in allen grundlegenden Fragen so einen Standpunkt des Marxismus, entwickelt ihn sogar weiter. Und man kann hier irgendwie gut festhalten, dass er auch in der Frauenfrage die besten Traditionen des Bolschewismus hier verteidigt. So früh wie 1927 im Plattformentwurf der linken Opposition, also die Gruppe rund um Trotzki, genau, schreibt er, oder steht im Programmentwurf, wir müssen den Arbeiterinnen die kleinen Vergünstigungen, die wir ihnen weggenommen haben, Kinderheime, Freifahrtskarten, längere Ferien etc., wieder zurückgeben. Also das ist quasi, und das schreibt er halt zu einer Zeit, wo die Wirtschaft eigentlich wieder anzieht in Russland, wo einfach die materiellen Bedingungen ein Stück besser werden und der Stalinismus quasi diese materiellen Bedingungen, die Ressourcen, die man jetzt mehr hat, vor allem für sich selber, für die Bürokratie und die eigenen Interessen verwendet. Genau, und trotz gesagt, die Vergesellschaftung der Hausarbeit muss hier weitergeführt werden mit den Ressourcen, die man nun hat. Was bleibt also schlussendlich von der Tradition des Bolschewismus? Es bleibt, glaube ich, etwas, in das wir uns, also die Tradition des Bolschewismus, in die wir uns sehr bewusst und stolz stellen können. Die Bolschewiki erklärten eben konsequent, dass die Frauenbefreiung nur als Teil der Befreiung der gesamten Arbeiterklasse und dem Kampf für den internationalen Sozialismus umsetzbar ist. Und nur so gelang es ihnen schlussendlich, die Grenzen von Geschlecht, Religion und Nationalität zu überwinden und die Arbeiterklasse zu vereinigen und die unterdrückten Massen zu vereinigen. Sonst wäre die Oktoberrevolution überhaupt nicht möglich gewesen. Und nur so konnten diese ganzen Errungenschaften auch umgesetzt werden. Und wir befinden uns aktuell in einer der tiefsten Krisen des Kapitalismus, die besonders die Frauen hart treffen. Besonders Frauen werden arbeitslos, besonders Frauen werden getroffen von den Einsparungen im Sozialbereich, zurückgedrängt in der Familie, die Mehrarbeit, die unbezahlte Arbeit in der Pflege der Angehörigen übernehmen müssen, die Kindererziehung, die Haushaltsarbeit. Und diese Verhältnisse schreien einfach so nach einer sozialen Revolution. Und hier kann man, glaube ich, sagen, dass die Bolschewiki 1917 die Aufgabe der Frauenbefreiung begonnen haben und uns den Weg eigentlich aufgezeigt haben. Wirklich ein einmaliges Beispiel in der Geschichte und es an uns liegt, diesen Kampf erfolgreich zu beenden. Und dazu bauen wir unsere Organisation auf mit einem sauberen, revolutionären, politischen Banner. Und wir wollen viele organisieren. So. Die richtigen Ideen bringen nur was, wenn man auch die richtige und groß genug Organisation irgendwie dazu hat. Und vor allem wollen wir auch Frauen organisieren. Wir wollen viele Frauen
organisieren, weil wir wissen aus der Geschichte, so die russische Revolution ist das beste Beispiel, dass Frauen die besten Kämpferinnen sind, nicht nur gegen den Kapitalismus, sondern gegen diese jahrtausendalte Unterdrückung und Knechtschaft. Und wenn ihr dem zustimmt und ihr die Ideen irgendwie teilt, kann ich nur sagen, werdet aktiv, kommt zum Funke.